Einen wunderschönen guten Abend hier bei Evolution International. Heute zum Webinar zum Thema Stress und Rhythmusverlust und wie wir dem mit natürlicher Hilfe begegnen können. Mit mir, Heilpraktikerin Christine Baumann. Ich darf Ihnen kurz einen Überblick geben, eine kurze Einführung, damit wir alle gemeinsam im Thema drin sind. Rund um das Thema Stress, was beschäftigt uns da eigentlich? Es kann sich ja eigentlich, glaube ich, niemand so ganz frei machen davon. Wir alle sind mal in Phasen, wo wir mehr oder weniger Stress haben. Wir alle sind mal in Phasen, wo wir durchhalten müssen. Und für jeden ist Stress was ganz was anderes. Stressauslöser sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Natürlich ist der Klassiker der Job, der einen stresst, dass man Projekte fertig kriegen muss, dass man vielleicht an manchen Tagen überfordert ist mit dem, was man tun muss, weil viel zu viel Arbeit auf dem Tisch liegt, weil Kollegen im Krankenstand sind oder überhaupt insgesamt eine Unterbesetzung da ist. Oder aber auch das Gegenteil ist ein starker Stressauslöser, wenn wir in einem Job sitzen, in dem wir eigentlich ständig unterfordert sind und das Gefühl haben, das, was wir da tun, hat wenig Sinn oder wir empfinden wenig Sinn in diesem Tun, das wir so täglich zu tun haben. Es ist aber nicht nur der Job, der uns stresst, es ist das Leben selbst, das manchmal Herausforderungen bereithält, ganz im Privaten oder ganz in globaler Natur. Das kann sehr unterschiedlich sein. Natürlich ist es so, dass wir, wenn wir irgendwelche Unstimmigkeiten im persönlichen, im privaten Umfeld, in der Familie oder mit den Kollegen oder mit den Freunden haben, dass das etwas ist, was uns sehr stark umtreibt, was uns sehr stark belasten kann, was tatsächlich auch ein sehr starker Stressauslöser sein kann. Familiäre Belastungen wie kranke Familienangehörige, Menschen, über die wir uns Sorgen machen müssen, die wir pflegen müssen, das sind Dinge, die natürlich uns stark belasten können und einfach vielleicht noch draufkommen auf das, was wir an täglichen Dingen sowieso schon leisten müssen. Abgabetermine, wenn immer irgendwie ein Druck im Hinterkopf ist, weil wir mit Dingen fertig werden müssen, ob das jetzt eben ein Arbeitsprojekt ist oder ob das vielleicht auch Dinge sind, die man im Privaten zugesagt hat, Feste, die man vorbereiten muss, Termine, die man einhalten muss. Das ist für viele ein großer, großer Faktor, ein großer, großer Stressauslöser. Was häufig unterschätzt wird, finde ich, ist, dass wir in einer Zeit leben, die überhaupt sehr überflutet ist mit dem Kalender, der ständig hier piept und dort piept und andererseits aber eben nicht nur der Kalender, sondern auch das Thema Kommunikation und Information. Wir sind heute gewöhnt, dass wir immer und überall erreichbar sind. Unsere Chefs sind das auch gewöhnt und es wird auch von uns erwartet, dass wir, egal ob das jetzt im Privaten ist oder ob das jetzt im Arbeitsumfeld ist, dass wir Nachrichten sofort gelesen haben und sofort darauf reagieren können und sofort beantworten. Und so ist es so, dass wir manchmal irgendwie mehrere Kommunikationsstränge gleichzeitig im Kopf haben müssen und mit denen umgehen müssen und die sortieren müssen, was tatsächlich, auch wenn es uns nicht bewusst ist, oftmals unbewusst einen ganz, ganz großen Stressfaktor macht. Auch die Informationen, die heute jederzeit verfügbar sind und die uns ständig entgegenpoppen, wenn wir den Computer anmachen oder das Handy anmachen. Und selbst wenn wir uns da versuchen rauszuziehen, dann sind es die Nachbarn, die uns Dinge erzählen. Wenn man Menschen auf der Straße trifft, hast du schon gehört und weißt du schon. Es ist so, dass das alles seinen Segen hat, dass wir heute so gut informiert sein können. Aber gleichzeitig ist es schon auch ein bisschen ein kleiner Fluch, weil wir diese ganzen Informationen ja permanent verarbeiten müssen. Das prasselt alles ständig auf uns ein. Das kommt alles einfach auf das noch zusätzlich obendrauf, was wir so täglich zu tun haben. Und das kann durchaus schon mal ans Eingemachte gehen und schon mal auch eine Überlastung verursachen. Ich erlebe es in der Praxis immer wieder, dass ein ganz großes Thema tatsächlich auch der Stress ist, den man sich von innen heraus macht. Ganz viele Menschen haben einfach einen irrsinnig hohen Eigenanspruch, erwarten von sich selbst, dass sie funktionieren wie ein Roboter, wie eine Maschine, immer jederzeit präsent sind und abliefern. Und das ist natürlich ein Anspruch, dem keiner von uns gerecht werden kann. Das muss man sich mal klar machen. Wir sind und bleiben alle Menschen.
Und da ist es auch so, dass mal was nicht klappt, so wie wir es uns gleich vorgenommen haben. Und das ist kein Weltuntergang. In aller Regel finden wir Lösungen dafür. Auch mangelndes Selbstbewusstsein, wenn man immer das Gefühl hat, ich schaffe es ja sowieso nicht oder ich mache es ja sowieso nicht richtig oder am Ende ist sowieso niemand zufrieden mit mir. Das sind alles Punkte, die in so Menschen wohlen können und Menschen aufwühlen können. Und tatsächlich dafür sorgen können, dass Menschen auch am Stress wirklich richtig krank werden. Der gefährlichste Faktor für die Gesundheit ist derjenige Stress, den wir nicht bewusst wahrnehmen. Also, dass wir ein Projekt haben, mit dem wir fertig werden müssen, das wissen wir, das können wir blicken. Da können wir sogar selber dann uns Freiräume dafür schaufeln, damit wir damit gut umgehen können. Das können wir bewusst verarbeiten, bewusst wahrnehmen. Da können wir uns bewusst auch Unterstützung holen. Aber es gibt so diese kleinen Stressoren, die hier so im Nacken sitzen, die uns immer so unbewusst und unterbewusst auf Trab halten. So die Sorge, hast du die Rechnungen schon alle bezahlt? Hast du das Frühstück für die Kinder schon vorbereitet? Ist meine Familie zufrieden mit dem, was ich tue? Bin ich ausreichend für meine Familie da? Jeder hat so seine Sorgenthemen, die er mit sich rumträgt und die so im Nacken sitzen, die wir nicht als bewussten Stressor wahrnehmen und die aber so als kleines Feuer immer im Unbewussten schwelen. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich dieser Dinge bewusst wird, dass man dem auf die Spur kommt. Nicht, weil man dann viel daran ändern könnte, aber einfach, um sich klarzumachen, das ist ein Thema, das mich beschäftigt und das mich belastet. Warum sage ich das? Warum führe ich das alles auf? Naja, damit wir einfach gleich zu einem zum Einstieg mal so eine Übersicht uns gemeinsam schaffen, wo kann ich denn ansetzen, dass ich jetzt ein Projekt fertig kriegen muss? Das kann ich nicht ändern, das gehört zum Job dazu. Aber ich kann vielleicht eben dann schauen, dass ich in dieser Zeit mir viele andere Dinge von den Schultern schaufle. Und eben ganz entscheidend ist, dass ich mir all der Punkte, die da so um mich rumschwirren, bewusst bin, dass ich mir klar bin, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich stärker gefordert bin als sonst. Der Mensch ist ein unglaublich faszinierendes Wesen und der menschliche Körper eine unglaublich spannende Konstruktion und wir können irrsinnig viel kompensieren. Und wir kompensieren dann am besten, wenn wir bewusst und klar wahrnehmen, was uns belastet, was uns stört, was uns stresst, wenn wir bewusst einen Umgang dafür suchen. Stress ist zunächst mal die natürliche Reaktion unseres Körpers, sich an Zeiten mit besonderen Herausforderungen gut und schnell anzupassen. Es ist im Übrigen so, dass auch angenehme Dinge durchaus Stressoren sind, die auf die der Körper genauso reagiert wie auf unangenehme Dinge. Also auch eine Urlaubsreise ist etwas, was für uns einfach zwangsläufig erstmal Stress bedeutet. Nicht nur, weil wir packen müssen, weil wir alle immer meinen, wir müssten mit einer super sauberen Wohnung wegfahren und es muss vorher auf jeden Fall der Grundputz noch gemacht sein, sondern auch, weil wir im Urlaub ja uns vielleicht in eine Situation begeben, in der wir sonst nicht sind. Wir fahren in ein anderes Land, wir sind in einer anderen Behausung untergebracht, wir kriegen ein anderes Essen als sonst, wir haben andere Menschen als sonst um uns herum. Das sind alles Stressoren tatsächlich, an die wir uns körperlich seelisch anpassen müssen. Und so angenehm das ist, ist auch das eine Herausforderung, auf die wir kurze Stressmomente haben. Dann haben wir zunächst mal Katecholamine, die schnell reagieren können, die der Körper ausschüttet. Da gehört Adrenalin dazu. Noradrenalin oder auch Dopamin, das wird ausgeschüttet, wenn wir vor dem Säbelzahntiger davonlaufen müssen oder gegen ihn kämpfen müssen zum Beispiel. Die werden dann auch abgebaut, tatsächlich in Bewegung. Das ist eigentlich sozusagen das, was dahinter steht, die Sicherung des Überlebens. Das heißt, in dem Moment, wo wir unsere Muskulatur belasten, indem wir laufen oder gehen oder Gewichte stemmen, werden diese Katecholamine, diese Stresshormone auch wieder abgebaut. Wenn Stress sowas ist, was dauerhaft bleibt, dann reagiert unsere Nebenniere und zwar übers Cortisol als Dauerstresshormon. Cortisol und der Gegenspieler oder der Mitspieler DHEA sind die beiden Hormone im Körper, die Dauerstress anzeigen.
Cortisol ist ein wichtiges Hormon, das wir physiologischerweise brauchen. Das bestimmt unseren Tagesrhythmus. Das sorgt dafür, dass wir morgens aus dem Bett kommen. Das sorgt dafür, dass wir Kraft für den Tag haben. Aber wenn wir dauerhaft zu viel Cortisol im Blut haben, wenn dauerhaft zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, dann hat das ganz unterschiedliche, unangenehme Folgen. Zum einen ist es so, dass bestimmte Immunreaktionen unterdrückt werden. Wir werden anfällig, nicht in dem Moment, in dem der Stress besteht, weil das Cortisol das dann genau verhindert, aber in dem Moment, wo wir in den Urlaub fahren, in dem Moment, wo der Cortisolspiegel einmal kurz runterfahren darf, da erwischt es uns, da nehmen wir sofort jeden Schnupfen mit. Das ist ein Faktor, dass es also einen Immuneinfluss hat. Cortisol hat auch einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Dauerhaft zu hohe Cortisolspiegel sorgen dafür, dass auch ständig Zucker im Blut parat gestellt wird. Das heißt, dass der Blutzuckerspiegel dauerhaft unter Umständen angehoben wird, was dann dazu führen kann, dass bestimmte Zellen im Körper Insulinresistenzen entwickeln, obwohl wir uns gar nicht irgendwie nur von Zucker ernähren, obwohl wir vielleicht auch gar keine Disposition dazu haben, aber weil eben Cortisol als Aufbauhormon dafür sorgt, dass ständig Energie bereitsteht. Tatsächlich kann auch ein dauerhaft hoher Cortisolspiegel dazu führen, dass wir Gewicht zunehmen. Auf jeden Fall wird er uns die Gewichtsabnahme erschweren. Ja, also mit Stoffwechsel und Gewichtsab- und Zunahme hat Cortisol ganz, ganz viel zu tun. Auch die restlichen Hormone werden beeinflusst. Unsere Steroidhormone werden insgesamt beeinflusst, wenn der Cortisolspiegel zu hoch ist. Das kann also dazu führen, dass bei Männern zum Beispiel der Testosteronspiegel sinkt und dann lässt mit der Zeit die Spannkraft nach. Man fühlt sich als Mann nicht mehr so richtig kräftig und fit. Auch die Libido sinkt und man ist so sehr mit sich und seinem Cortisolstress beschäftigt, dass an Liebe und dergleichen gar nicht zu denken ist. Auch die Fruchtbarkeit wird davon beeinträchtigt. Übrigens auch bei der Frau. Auch bei der Frau kann es eben sein, dass der Zyklus sich verschiebt, wenn zu viel Cortisol im Blut ist, dass wenn alles, was an Hormonausgangssubstanz ständig fürs Cortisol verbraucht wird, dass dann einfach für die Fortpflanzungshormone mehr ausreichend Energie zur Verfügung steht. Dann gibt es Zyklusschwankungen, es gibt unter Umständen stärkere Menstruationskrämpfe als sonst, es gibt unter Umständen stärkere Blutungen als sonst und auch das Thema Kinderwunsch zum Beispiel ist damit deutlich erschwert. Wenn jetzt dieser Zustand dauerhaft bleibt, dass der Cortisolspiegel immer zu hoch bleibt, erschöpft sich das irgendwann mal. Wir schauen uns das Cortisol gleich auch nochmal genauer an. Die Nebenniere geht irgendwann mal auch in die Knie und sagt, oh, ich habe echt jetzt meine Arbeit getan und dann hört sie auf, Cortisol zu produzieren. Dann gelingt es ihr nicht mehr in ausreichender Menge Cortisol zu produzieren und wir rutschen in so eine richtige Erschöpfungsphase rein. Das sind dann die Menschen, die sich wirklich richtig von innen heraus körperlich ausgebrannt fühlen. Da ist dann einfach die Energie reicht vielleicht gerade noch für den Vormittag, aber ab dem Mittagessen ist es eigentlich so, dass man mit der Müdigkeit kämpft, dass die Konzentration deutlich nachlässt, dass man auch die Neigung hat, dass vielleicht Unfälle passieren, dass man eigentlich das Bedürfnis hat, Mittagsschlaf zu machen. Das Problem ist, dass in diesem Zustand sich natürlich auch vieles verschiebt. Der innere Rhythmus verschiebt sich, was natürlich dann unter Umständen zur Folge hat, dass man zwar vollkommen erschöpft ist, aber auch nicht mehr richtig in den Schlaf findet. Dadurch haben wir weniger Regeneration, dadurch ist der Stress am nächsten Tag noch größer und es entsteht ein Teufelskreis. Wir haben schon festgestellt, Stress lässt sich nicht immer vermeiden. Wir können dem nicht immer ausweichen, aber es ist ganz wichtig, dass wir dem ganz bewusst begegnen, weil wenn wir dem bewusst begegnen, dann können wir erstens mal uns aus der Natur Hilfe suchen oder vielleicht auch für uns selber Inseln oder Möglichkeiten schaffen, wie wir uns wieder aufladen, wie wir unseren eigenen Rhythmus so pflegen, dass wir auch in Phasen mit hoher Belastung gar nicht so sehr daraus rutschen, dass wir in diese vollkommene Ausgebranntseinsphase rutschen oder dann in Situationen rutschen, wo wir nicht mehr schlafen können und nicht mehr regenerieren. Weil wenn eben dauerhaft eine Überlastung da ist, dann haben wir das ganze Spektrum an Problemen, die da auf uns zukommen können. Schlafstörungen habe ich schon erwähnt, Antriebslosigkeit habe ich erwähnt. Das macht natürlich auch was
mit unserer Psyche. Wir sind reizbarer. Wir können tatsächlich, je mehr Stress wir haben, den wir nicht gut verdauen können, desto schlechter verarbeiten wir Stress. Das ist auch so ein Teufelskreis. Das macht uns reizbar, das macht uns launig, das macht uns depressiv teilweise auch. Das stört unsere Konzentration. Wir entwickeln Vergesslichkeiten. Das ist so ein Ding zwischen völliger Erschöpfung und innerer Unruhe, die nicht aufhören möchte, was dann bei manchen Menschen tatsächlich bis hin zu Panikattacken gehen kann. Es gibt Herzrhythmusstörungen, die daraus entstehen, die zunächst mal nur funktional sind und gar nicht unbedingt ein Problem bedeuten. Langfristig ergibt sich daraus natürlich unter Umständen ein Bluthochdruck, der dann auch tatsächlich dauerhaft herzschädigend ist. Wir entwickeln Verspannungen, Rückenschmerzen oder auch Gelenkschmerzen. Im Stress ist die Entzündungsbereitschaft höher. Cortisol unterdrückt sehr vieles, aber diese stillen Entzündungen, diese kleinen latenten Dinge, die werden befeuert im Dauerstress, weil eben da dieser Unterdrückungsmechanismus vom Cortisol dann nur noch halbscharig hilft. Und wir befeuern sozusagen diese stillen Entzündungen, sodass dann rheumaähnliche Symptome auch entstehen können, obwohl eigentlich gar kein Rheuma vorhanden ist. Über die Hormone habe ich schon gesprochen. Bei ganz vielen wirkt sich es auch auf den Verdauungstrakt aus. Reizdarm ist so eine Diagnose, die heute sehr häufig gestellt wird, wenn der Verdauungstrakt ständig Probleme macht, aber eigentlich keine erkennbaren Ursachen vorhanden sind, keine körperlichen Ursachen vorhanden sind. Ganz oft, wenn man dann in der Anamnese fragt, stellt man fest, dass Reizdarm eine Folge ist aus einer Phase, in der es viel Stress gegeben hat, in der großer Druck gewesen ist, in der vielleicht eine starke familiäre Belastung da gewesen ist. Und dann kann man durchaus eben auch solche Reizdarmzustände therapieren und sortieren und wieder in Ordnung bringen. Der Magen reagiert mit. Wenn viel Cortisol ausgeschüttet wird, wird auch ganz viel Magensäure produziert. Dann haben wir einfach die große Gefahr, dass wir durch die ständige Magensäure einen Reflux entwickeln, dass dann Entzündungen entstehen an der Speiseröhre, dass vielleicht auch Entzündungen an der Magenschleimhaut selbst entstehen, je nach Typus. Das ist nicht bei jedem gleich. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Der eine reagiert mehr so, der andere mehr so. Wenn eben dann dieser Cortisolmechanismus sich erschöpft, dann rutschen wir von einer Phase, in der wir gar nicht krank geworden sind und nur so latente Entzündungen vielleicht sich mal gezeigt haben, rutschen wir dann anschließend in eine Situation, in der wir eigentlich dauernd krank sind, in der wir ständig latent krank sind und jeder Schnupfen, der an uns vorbeigeht, uns begrüßt und sich gleich bei uns irgendwie auf die Schulter hockt, weil eben diese Hormonlage irgendwie nicht mehr ausgeglichen werden kann. Wenn man in die Praxen schaut, dann muss man feststellen, dass Stress heute einer der absolut allerwichtigsten Faktoren ist zum Thema Gesundheit und Krankheit. Also Stress und wie wir damit umgehen, ist tatsächlich ganz entscheidend darüber, ob wir gesund bleiben können oder ob sich Krankheiten entwickeln. Und ich sage ganz bewusst, dass es nicht der Stress alleine ist, sondern unser Umgang damit. Es gibt Menschen, die haben super stressige Jobs und wuppen alles Mögliche und bleiben trotzdem gesund, weil sie für sich einen Rhythmus gefunden haben, mit dem sie damit super gut umgehen können. Und weil sie sich vielleicht in den Phasen, in denen es richtig hoch hergeht, auch gut unterstützen. Und es gibt Menschen, die haben eigentlich augenscheinlich gar nicht so viel Stress, aber sie sind so fokussiert auf die Themen, die sie stressen, dass sie tatsächlich auch von Kleinigkeiten aus der Bahn geworfen werden und dann ernsthafte körperliche Krankheitssymptome auch entwickeln. Deswegen muss man das immer so ein bisschen im Kopf haben. Da darf man auch nicht, wie soll ich sagen, da darf man auch nicht einen Maßstab für alle ansetzen. Stress ist was sehr Individuelles und wie Stress wahrgenommen wird, ist sehr individuell. Und wie viel Stress welches Ausmaß körperlich hat, ist eben auch was, was sehr, sehr stark von jedem selbst abhängig ist. Wir haben eine Regulation über das zentrale Nervensystem, nochmal bildlich kurz dargestellt. Wenn wir vom Säbelzahntiger davonlaufen müssen oder gegen ihn kämpfen müssen, dann wird unser Gehirn gut durchblutet und unsere Muskeln werden gut durchblutet. Dann sind wir vom Sympathikus versorgt, dann ist der Sympathikus aktiv. Dann bekommen die Verdauungsorgane, das hier ist ein Darmbakterien, was hier auf dem Rücken von dem Säbelzahntiger liegt, die bekommen dann den Input, jetzt ist Pause, wir haben jetzt keine Zeit für Verdauung. Die Fortpflanzungsorgane bekommen diese Information, die Ausscheidungsorgane bekommen diese Information. Dann ist einfach jetzt erstmal
Kampf oder Flucht angesagt, Stressverarbeitung, Überleben angesagt. Und erst wenn wir in die Regenerationsphase gehen, wenn wir im Parasympathikus unterwegs sind, dann kriegt unser Gehirn die Information, jetzt darfst du dich ausruhen, auch unsere Muskulatur bekommt das Kommando, jetzt ist Regenerationszeit und all die kleinen Reparaturmechanismen im Körper, die werden jetzt angestoßen und befeuert und auf den Weg gebracht. Die Verdauung darf arbeiten, die Ausscheidungsorgane sind richtig aktiv, die Fortpflanzungsorgane können auch dann jetzt ihre Arbeit aufnehmen. Also das heißt, all das, was vorher geschlafen hat, ist jetzt aktiv. Das ist so wichtig, sich das bewusst zu machen, dass Regeneration nur in der Parasympathikusphase stattfindet. Und wenn wir immer nur im Sympathikus unterwegs sind, immer nur Sympathikoton unterwegs sind, immer nur auf der linken Spur unterwegs sind, dann kann das auf Dauer nicht gut gehen. Wir müssen zusehen, dass wir auch in Phasen mit großer Belastung Inseln einbauen, Regenerationsinseln einbauen, die uns möglichst schnell, möglichst effizient in einen parasympathischen Zustand schicken. Also, das ist für jeden unterschiedlich. Der eine geht zur Massage, gehen Sie in die Salzkammer und ruhen Sie sich aus. Gehen Sie zur Akupunktur. Der andere muss spazieren gehen, weil er lieber in Bewegung regeneriert und entspannt. Aber eben, es ist wichtig, sich diese Inseln auch dann zu schaffen, wenn man gerade in der Hochphase ist. Auch wenn ich jemanden Angehörigen pflegen muss, nützt es dem nichts, wenn ich nicht selber ab und zu mal regeneriere, weil dann die Kraft irgendwann ausgeht und dann kann ich auch für alle anderen nicht mehr da sein, dann kann ich auch in der Arbeit und im Projekt nicht mehr leistungsfähig sein. Ja, ich habe gesagt, Cortisol gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Das ist unser innerer Rhythmusgeber, unser Stressanzeiger auch, aber vor allen Dingen eigentlich unser Taktgeber. Ein gesunder Cortisolspiegel hat einen Tagesverlauf. Der steigt in der Früh an, ich zeige gleich mal das Bild und gehe dann nochmal zurück auf den Text. Das ist die Cortisolkurve, so wie wir sie uns vorstellen. Das heißt, so ab 5 Uhr morgens beginnt die Nebenniere das Cortisol in größerer Menge zu produzieren, damit wir wach werden. Wenn wir aufgestanden sind, dann wird erstmal viel Cortisol ausgeschüttet, damit wir aus dem Quark kommen, damit wir in den Tag kommen, damit wir ins Tun kommen können. Das fällt dann relativ schnell wieder ab, sonst würden wir Unruhezustände entwickeln und behält dann so einen konstanten Verlauf über den Tag, der aber absinkender Natur ist, damit wir dann abends, wenn wir ins Bett gehen wollen, wieder in einem Zustand sind, wo wir in die Regeneration finden können, wo wir in den Schlaf finden können, wo wir loslassen können. Cortisol hat ganz, ganz viele wichtige Wirkungen. Es stellt Energie bereit, deswegen wird der Blutzuckerspiegel erhöht. Es macht eine katabole Stoffwechsellage, das heißt, dass an bestimmten Stellen Substanzen abgebaut werden, um Energie bereitzustellen. Ja, also nicht Abbau im Sinne von Reinigung, sondern tatsächlich Abbau im Sinne von Verbrauch. Es unterdrückt die Immunreaktion, weil eben jetzt keine Zeit ist, krank zu sein, weil jetzt eben nicht krank sein oder eine Entzündung oder eine natürliche Immunantwort ist ja etwas, was regenerieren, was reparieren soll. Und Cortisol sagt eben, nein, dafür haben wir jetzt keine Zeit, wir lassen die Dinge subtil laufen, wie sie sind. Wie gesagt, das erschöpft sich irgendwann, aber im natürlichen Verlauf ist es so, dass Cortisol dafür eigentlich zuständig ist. Wir haben einen Zusammenhang mit der Schilddrüse, das heißt, wenn Menschen immer Schwierigkeiten mit der Schilddrüse haben, muss man auch mal gucken, hat das möglicherweise mit dem Cortisol was zu tun, wenn sich eine Schilddrüsenunter- oder Überfunktion partout nicht einstellen lässt auf Hormone oder die Symptomatik immer dann auftritt, wenn wir im Stress sind, dann kann das mit dem Cortisol was zu tun haben. Das TSH zum Beispiel ist eben dieses Schilddrüsenhormon, das ist ein echter Stressanzeiger, der wird vom Cortisol eigentlich nach oben befeuert. Das heißt, da muss man immer ein bisschen differenzieren und immer ein bisschen auch hinterfragen, ist es jetzt wirklich so, dass ich die Schilddrüse behandeln muss und dass ich an der Schilddrüse ansetzen muss für meinen Stoffwechsel? Oder muss ich vielleicht gucken, dass ich das Cortisol ein bisschen ins Gleichgewicht bringe, weil sich dann die Schilddrüse von selbst wieder in die Balance zurückbringt? Genau, ich habe vieles schon gesagt, ich will da gar nicht mehr näher drauf eingehen. Sie müssen sich auch diese Hormonzusammenhänge alle gar nicht genau merken. Ich möchte einfach nur ein Bewusstsein dafür schaffen, dass eben dieses eine Stresshormon an ganz vielen Stellen im Körper eingreift und dass man einfach
sich bewusst macht, dass ganz viele Themen, die man so mit sich rumschleppt, tatsächlich auch einfach nur von einem zu hohen oder von einem zu niedrigen Cortisolspiegel verursacht werden können. Ist unser Cortisolhaushalt gestört, verlieren wir unseren Rhythmus. Unser Cortisol ist dafür zuständig, dass wir Tagesenergie haben und nachher wieder in die Regeneration finden. So ist der Plan. Das ist natürlich besonders schwierig, wenn wir in Schichtarbeit sind. Gell? Da dreht sich dieser Rhythmus natürlicherweise um und muss sich dann wieder finden. Das ist aber eben auch dann schwierig, wenn wir dauerhaft diesen Mechanismus befeuern und füttern. Genau, so sieht die Cortisolkurve aus. Wenn wir jetzt uns vorstellen, es gibt irgendwie einen Dauerstress, dann sind wir zunächst mal hier oben in diesem gelben Bereich unterwegs. Manchmal ist es auch so, dass es gar nicht so dramatisch ist, dass die ersten Werte noch im Grünen sind, aber dieser Abbau von Cortisol über den Tag einfach nicht mehr richtig gut funktioniert. Das ist so der erste Schritt, so die Phase 1 sozusagen. Dann kann das sein, dass das auch noch weiter rauf geht und die Cortisolkurve erstmal hier sich völlig verausgabt und in ganz hohe Höhen geht. Und erst wenn das eine Weile gelaufen ist und das hält der Körper wirklich, wirklich lange, lange aus, wir können das sehr, sehr lange kompensieren. Aber es rächt sich irgendwann, weil wir irgendwann in den Zustand kommen, wo diese Spitze hier nicht mehr stattfindet, sondern wo der Cortisolwert, brauchen wir durchaus eine ganze Weile, um da wieder rauszukommen. Das regeneriert sich von alleine zwar auch, aber wirklich nur sehr lange, langsam, das kann wirklich Jahre dauern. Es gibt Pflanzen in der Naturheilkunde, Substanzen in der Naturheilkunde, Pflanzen, die uns helfen können, um da schneller wieder rauszukommen. Aber besser ist es eigentlich, mit sehendem Auge in diesem Zustand hier schon zu reagieren, wenn wir hier in diesem Überschuss sind, dass wir dann gleich schon uns unterstützen, damit wir gar nicht erst in diesen Burnout rutschen, in dem wir dann so viel Kraft brauchen, um überhaupt wieder rauszukommen. Es gibt noch ein zweites Hormon, was sozusagen der Gegenspieler vom Cortisol ein bisschen ist, wobei Gegenspieler nicht ganz stimmt. Es ist auch ein Mitspieler, das ist das DHEA. Das wird oft als Verjüngungshormon auch bezeichnet, weil DHEA in ganz viele andere Dinge umgewandelt werden kann auch. DHEA ist krebsfeindlich, wirkt Falten entgegen. Deswegen haben sich die Schönen und Reichen eine lange Zeit lang ständig per Cremes irgendwo auf die Haut geschmiert. Das kann man auch mal machen in Stressphasen, dass man mit Hormoncremes arbeitet. Ich würde dann immer empfehlen, erstmal mit potenzierten Hormonen zu arbeiten, also homöopathisch verdünnt, in der D4 zum Beispiel. Also mit ganz, ganz mikrokleinen Mengen. In der D4 ist immer noch Wirkstoff vorhanden, aber halt wirklich nur noch ganz, ganz klein und regulativ, sodass wir nicht in den Überschuss kommen. Als Dauerersatz oder als Dauerbegleitung ist DHEA auch nicht das Gelbe vom Ei. DHEA wird in Testosteron teilweise umgewandelt, wirkt auch androgen. Das heißt, für Frauen ist es schon mal eine Überlegung, ob man jetzt dauerhaft sich mit DHEA unterstützen möchte, weil es eben passieren kann, dass irgendwann der Testosteronspiegel so stark ansteigt, dass man Bartwuchs entwickelt, dass die Haut unrein wird, dass man Pickel entwickelt. Und es ist und bleibt am Ende des Tages halt einfach ein Hormon, das man von außen zuführt. Und ich finde immer, die Variante über Pflanzen oder orthomolekulare Substanzen zu gehen, ehrlich gesagt, eleganter und dem Körper dann damit die Möglichkeit zu geben, es selber zu machen. In kurzen Phasen als Unterstützung kann das eine gute Lösung sein, aber als Dauertherapeutikum gucken wir dann lieber, ob wir andere Dinge finden. Wenn DHEA fehlt, dann merken wir das, weil wir infektanfällig werden, weil wir Stress nicht mehr gut vertragen und weil wir alt aussehen. Das ist tatsächlich so ein Faktor, wenn man Menschen eben anschaut, die so im Burnout sind, die so richtig in den Nebennierenmangel schon gegangen sind, denen sieht man das fehlende DHEA als erstes an. Das ist so, das macht grau und aschfahl und auch so ein bisschen eine stärkere Faltenbildung. Die Menschen werden eher ängstlich und mutlos, wobei das für ganz viele Hormone und Neurotransmitter zutrifft, sodass man nicht immer genau sagen kann, das ist jetzt ein DHEA-Mangel. Ich würde, bevor man mit einem Hormon arbeitet, immer empfehlen, dass man einen Hormonspeicheltest macht und einfach wirklich die Lage checkt. Und wenn man nur einen Verdacht hat, würde ich eher versuchen, über pflanzliche Substanzen zu gehen.
oder orthomolekular. Ein ganz, ganz wichtiger Nährstoff im Stress ist das Magnesium. Magnesium ist das Mineral der inneren Ruhe, das Salz der inneren Ruhe wird es ganz häufig genannt, und reguliert die Ausschüttung von Stresshormonen. Das heißt, wenn Cortisol produziert wird, dann kommt Magnesium und reguliert, dass nicht zu viel Cortisol produziert wird. Da gibt es also schon auch im Körper selbst Gegenspieler, damit wir nicht in diese überschießende Kurve geraten, und Magnesium ist einer davon. Das Problem ist, dass eben im Stress aus diesem Grund vermehrt Magnesium bereitgestellt wird aus den Depots, also aus den eigenen Mineralstoffdepots wird mehr Magnesium bereitgestellt. Das sind zum Beispiel die Knochen, die dann entmineralisiert werden. Gell? Deswegen ist Osteoporose, hat was zu tun mit Übersäuerung und tatsächlich auch mit Stress. Auch aus dem Bindegewebe, was dann seine Elastizität verliert. Auch aus der Muskulatur, weshalb wir dann dazu neigen, dass wir Krämpfe bekommen, wenn Magnesium fehlt. Aus diesen Depots wird Magnesium rausgelöst und im Blut bereitgestellt, damit eben diese Stresshormonregulation stattfinden kann. Der Pferdefuß dabei ist, dass die Niere unser Blut ja laufend filtert. Und alles, was da an vermeintlichem Mineralstoffüberschuss drin ist, wird über die Niere auch rausgefiltert. Das heißt, wir verlieren im Stress einen Haufen Magnesium. Wir verlieren überhaupt vermehrt wasserlösliche Substanzen, weil die Niere einfach mehr filtert. Wenn wir stark im Stress sind, ist unser Harn konzentrierter, es sind mehr Inhaltsstoffe drin, die ausgeschieden werden. Und Magnesium ist eines davon. Deshalb sollte man in starken Stressphasen auf jeden Fall darauf achten, dass ausreichend Magnesium zugeführt wird, weil sonst diese Regulation mit den Stresshormonen nicht mehr gut funktionieren kann, weil ja das Magnesium laufend vermindert wird und dann natürlich dieser natürliche Bremsfaktor fürs Cortisol runtergefahren wird. Das Cortisol steigt noch weiter an. Es wird noch mehr Magnesium aus dem Gewebe geholt und es wird noch mehr Magnesium ausgeschieden. Und es gibt so einen Teufelskreis, wo wir dann eben in auch körperliche Probleme rutschen, wie Krämpfe, Kopfschmerzen. Und natürlich merken wir das auch in der Psyche. Magnesium macht uns eigentlich entspannt. Magnesium hilft uns auch beim Schlafen und beim Durchschlafen. Wenn das Magnesium fehlt, dann wird das alles immer schlechter. Genau, wenn wir, ein Faktor, der noch wichtig zu nennen ist, ist, dass wenn wir Vitamin D einnehmen, was wir tatsächlich sinnigerweise tun sollten in unseren Breiten, weil die meisten Menschen wirklich einen Vitamin D-Mangel haben, dann brauchen wir ebenfalls mehr Magnesium, weil Magnesium benötigt wird, um Vitamin D in seine Derivate umzuwandeln im Körper. Also damit Vitamin D im Körper verwertet und aktiviert werden kann, wird Magnesium verbraucht. Wenn wir aufgrund von Vitamin D-Einnahme in einen Magnesiummangel geraten, merken wir das, weil wir dann dazu neigen, mehr zu frieren. Also wenn Sie jetzt angefangen haben, Vitamin D zu nehmen und das Gefühl haben, seitdem ist Ihnen ständig kalt, dann müssen Sie zusehen, dass Sie Magnesium gleichzeitig zuführen. Magnesium haben wir in der Nahrung, in allem, was grün ist, grünes Gemüse, Blattgemüse, da ist viel Magnesium drin. Aber in Stressphasen ist es durchaus legitim, tatsächlich gerade Magnesium auch als Supplement aufzufüllen mit so 300 Milligramm am Tag, über den Tag verteilt, sind wir da ganz gut bei der Sache. Oder eben auch, wenn wir Vitamin D in höheren Dosierungen nehmen, weil es vielleicht einen Mangel gegeben hat, tut es gut, Magnesium einzunehmen. Wichtig ist, dass wir eine organische Magnesiumverbindung wählen, weil die aufgenommen wird. Wenn wir jetzt ein Magnesiumoxid zum Beispiel nehmen, das ist eine anorganische Verbindung, die nützt uns gar nichts, die macht in erster Linie Durchfall. Das ist gut, wenn man Verstopfung hat, dann kann man das mal verwenden. Oder auch Magnesiumsulfat zum Beispiel. Ja, das beschleunigt unsere Verdauung, aber das Magnesium kommt nicht bei uns an und hilft uns nicht. Wenn wir wirklich ein Magnesium haben wollen, das wir verwerten können, brauchen wir Magnesiumcitrat, Magnesiumaspartat oder Magnesiumorotat, also organische Verbindungen. In den Magnesiumcitrat-Forte-Kapseln von Evolution sind eben pro Kapsel 850 Milligramm Milligramm Magnesiumcitrat enthalten.
Das entspricht 128 Milligramm Magnesium. Das heißt, wir brauchen 2 bis 3 Kapseln, um unseren Tagesbedarf zu füllen. Das ist am besten über den Tag verteilt, dann wird es gut resorbiert und gut aufgenommen. Was ebenfalls viel ausgeschieden wird, weil wasserlöslich im Stress, sind die B-Vitamine. B-Vitamine sind ganz wichtige Kofaktoren im gesamten Stoffwechsel. Die brauchen wir also nicht nur im Stress, sondern die brauchen alles Mögliche, nicht nur für die Nerven, sondern auch für den Stoffwechsel, für die Verwertung von Kohlenhydraten, für die Verwertung von Fetten, für die Verwertung von Eiweißen. Damit wir Muskelaufbau betreiben können nach dem Sport, brauchen wir B-Vitamine. Damit wir Omega-3-Fette gut verwerten können, brauchen wir B-Vitamine. Damit unser Blutzuckerspiegel konstant bleibt, brauchen wir B-Vitamine. Wir brauchen B-Vitamine für die Regeneration der Haut, für die Regeneration der Augen, für die Regeneration der Schleimhäute. Wir haben einige B-Vitamine, die auch tatsächlich als antioxidativ wirken, also die freie Radikale abfangen. Wir brauchen die B-Vitamine ganz besonders, um Energie bereitzustellen, damit ATP in unseren Mitochondrien produziert werden kann. Muss Vitamin B vorhanden sein, verschiedene B-Vitamine vorhanden sein. Was ist das alles? Mitochondrien sind die kleinen Energiekraftwerke in unseren Zellen, also da, wo unsere Lebensenergie produziert wird, das sind diese kleinen Mitochondrien. Und ATP ist sozusagen die Währung unserer Energie. Das ist unsere zelluläre Energie, das ist der Energiespeicher, auf dem unser ganzes Leben eigentlich funktioniert, auf dem unser Stoffwechsel funktioniert. B3 und B12 sind ganz wichtig für die Nerven eben, weil die beteiligt sind an der Myelinbildung. Also unsere Nervenbahnen sind ja eingehüllt in so einer Schutzhülle. Und damit diese Schutzhülle gut abschließen kann, gut dicht ist, brauchen wir B12 und B3 beispielsweise. Vitamin B5, die Pantothensäure, kennen wir aus Cremes für die Haut, zur Wundheilung und für die Schleimhäute. Ist aber auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Stresshormone. Das heißt, es ist ein Hormon, das uns im Stress flöten geht, wo wir tatsächlich dann weniger davon haben, wenn wir viel Stress haben, was dann dazu führt, dass wir, wenn wir im Stress sind, eine schlechtere Wundheilung haben oder die Haut auch tatsächlich schlechter regeneriert. Vitamin B1 ist ganz wichtig, auch um unsere Nerven und auch um unser Gehirn zu versorgen, um unser Oberstübchen zu versorgen. B1-Mangel macht ganz starken Konzentrationsmangel. B7 ist das Biotin, das brauchen wir für die Haare und für die Nägel, damit die schön fest sind, aber eben auch zur Regulation des Blutzuckerspiegels. Diese B-Vitamine, die haben irrsinnig viele Funktionen, die wir jetzt heute Abend gar nicht alle genauer betrachten wollen, aber wir wissen, B-Vitamine sind Nervenvitamine. Wenn man regelmäßig B-Vitamine zuführt, dann sind die Nerven einfach von Hause schon mal besser versorgt, dann sind wir deutlich stressresistenter. Ganz wichtig zu wissen ist, dass die B-Vitamine miteinander Synergien bilden, Synergieeffekte haben. Das heißt, damit ein B-Vitamin verwertet werden kann, braucht es alle anderen. Deswegen halte ich persönlich es für wesentlich sinnvoller, wenn man B-Vitamine supplementiert, einen Komplex einzunehmen, in dem alle B-Vitamine drin sind und nicht nur ein einzelnes B-Vitamin. Also es wird ja den Veganern zum Beispiel empfohlen, B12 einzunehmen, weil einfach B12 sehr gut aus tierischer Nahrung resorbiert werden kann, aus Käse und Ei zum Beispiel, und aus pflanzlicher Nahrung eher nicht gut aufgenommen wird. Deshalb empfiehlt man gerne B12 einzunehmen. Ich empfehle dann, wenn man jetzt supplementiert mit B-Vitamin, ehrlich gesagt auch beim Veganer immer den Komplex, weil es einfach in der Verwertung deutlich besser ist. Folsäure wird für Kinderwunschpaare empfohlen und für Schwangere empfohlen. Auch da, ich halte es für sinnvoller, tatsächlich einen ganzen Komplex einzunehmen, weil eben diese Synergieeffekte dann deutlich besser funktionieren können. Wenn wir B-Vitamine aus der Nahrung aufnehmen wollen, können wir das aus Gemüse zum Beispiel, aus Vollkornprodukten. Nüsse enthalten sehr viele B-Vitamine und Magnesium auch. Deshalb sind Nüsse echte Kraftpakete für uns, wenn wir Stress haben. Deswegen ist Studentenfutter so eine gute Sache, weil der Fruchtzucker aus den getrockneten Trauben hilft eben, dass die B-Vitamine und auch die Mineralstoffe aus den Nüssen viel besser aufgenommen und verwertet werden können. Also als Stress-Snack für zwischendurch, ein gesunder Snack, ist ein Studentenfutter, dem natürlich nicht nochmal ein extra Zucker zugesetzt sein sollte, ist genügend Zucker drin in den Rosinen. Aber wenn man jetzt sagt, ich will einfach auf Nummer sicher gehen, nimmt man sich so ein B-Komplex wie diesen B-Komplex Forte.
In dem sind wirklich alle B-Vitamine enthalten, und zwar in der Dosierung, in der Sie nur eine Tablette am Tag brauchen. Und selbst wenn Sie es mal vergessen, weil das im Stress ganz gerne mal passiert, reicht die Dosierung auch für den zweiten Tag noch. Was können wir tun noch, um unsere Nebenniere zu entlasten, unsere Leistungsfähigkeit zu steigern? Es gibt ganz unzählige Dinge, die uns da helfen können. Ashwagandha zum Beispiel ist eine Substanz, die wir kennen, die den DHEA-Spiegel erhöhen hilft oder regulieren hilft und so die Stresstoleranz verbessert. Also wir kommen besser mit Stress zurecht. Außerdem ist Ashwagandha eine Substanz, die unseren Schlaf verbessert und die Konzentrationsfähigkeit fördert. Ashwagandha schützt unsere Gehirnzellen, macht uns konzentrierter und erhält uns unsere Gedächtnisleistung. Astragalus, die Tragantwurzel, ist eine Pflanze, die ganz toll ist für die Verdauungsorgane, weil sie schleimbildend wirkt. Und sie wirkt eben stärkend und vitalisierend und hilft auch als Stressadaptogen, mit Stress besser umzugehen. Wir müssen aber gar nicht immer unbedingt in die Ferne schweifen. Die Brennnessel, die bei uns vor der Haustür wächst, ist eine Pflanze, die uns hilft, Aggression positiv zu verwenden, also als Tatendrang umzusetzen, damit wir Dinge anpacken können und sie nicht destruktiv gegen uns selbst zu richten. Ist ein echtes Tonikum, ist ein echter Kraftgeber. Gehen Sie raus und sammeln Sie diese kleinen Brennnesselsamen ab, machen Sie die aufs Müsli, machen Sie die in Salat. Das gibt wirklich richtig Tinte auf den Füller, das gibt richtig Kraft. Die Saflorbergscharte ist etwas, was in höheren Lagen wächst, was die zum Muskelaufbau verwendet wird, was die Leistungskraft steigert. Ginseng kennen, glaube ich, alle, so eine Rundumwurzel, die einfach auch nochmal tonisiert, Kraft gibt, Konzentrationsfähigkeit fördert. Aus der orthomolekularen Medizin können wir mit Aminosäuren zum Beispiel uns helfen. L-Tyrosin ist eine Aminosäure, die Ausgangssubstanz für viele Neurotransmitter ist, für die ganzen gute Laune-Hormone auch ist und die unseren Schilddrüsenstoffwechsel in Schwung bringt und wie ein Hallo-Wach zum Beispiel wirkt. L-Tryptophan wäre dann der Gegenspieler, den wir abends nehmen, damit wir gut Melatonin bilden können und gut in den Schlaf finden können. Bitterstoffe sind für immer und für alles gut. Diejenigen, die mich schon öfter gehört haben, wissen, dass ich immer über Bitterstoffe reden muss. Paracelsus hat gesagt, bitter macht das Herz froh. Wenn Sie vor jeder Mahlzeit ein kleines bisschen Bitterstoff auf die Zunge nehmen, wird Ihr Verdauungstrakt alle Mikronährstoffe, die Sie aufnehmen, deutlich besser resorbieren. Und das merken Sie innerhalb von 3 Tagen an besserer Laune, an besserer Konzentrationsfähigkeit, an erhöhter Leistungsfähigkeit. Ganz abgesehen davon, dass es total gut tut für den Verdauungstrakt. Inseln schaffen, habe ich gesagt. Eine Möglichkeit zum Beispiel, das Meer der Energie wieder aufzufüllen, ist, dass man sich in einen warmen Wickel reinlegt. Ingwer-Nierenwickel sind die Königsdisziplin unter den Wickeln bei den Anthroposophen. Die füllen die Nierenenergie wieder auf und bringen vegetative Entspannung. Wem jetzt so ein Ingwer-Nierenwickel zu viel Feuer ist und zu viel warm ist, der macht sich abends auf der Couch einen scharfgarben Leberwickel oder nur einen warmen Leberwickel. Das ist was, was einfach das Vegetativum in einen parasympathischen Zustand bringt und uns damit in eine Regenerationsfähigkeit katapultiert. Das brauchen wir zwischendrin. Wenn jetzt wirklich wir in einer Phase sind, wo Zunder drauf ist und wir können gar nicht ausweichen, lohnt es sich einfach mal, sich eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, zum Therapeuten seines Vertrauens zu latschen und sich eine Vitamin-C-Hochdosis-Infusion verpassen zu lassen. Vielleicht noch mit B-Vitaminen dazu und Aminosäuren dazu. Das hilft, den erhöhten Bedarf der Nebenniere auch an diesem Vitamin abzudecken und gibt uns einfach ein bisschen mehr Kraft und Tinte auf den Füller. Wir haben auch noch andere Kräuter, die uns helfen können, wo ich jetzt noch 2, 3 einzeln vorstellen möchte. Die Rosenwurz zum Beispiel ist ein ganz tolles Stressadaptogen, das ich sehr mag, weil die Rosenwurz uns von innen heraus rhythmisiert. Sie wirkt DHEA-ähnlich, das heißt, sie wirkt regulierend auf die Nebenniere. Sie hat auch die ganzen anderen tollen Wirkungen, die das Hormon DHEA hat, aber eben als Pflanze und damit in einer regulierenden Wirkung, sodass wir nicht Angst haben müssen, hier in den Überschuss zu geraten. Die Rosenwurz ist eine Pflanze, die uns jetzt als Adaptogen besonders gut hilft, weil sie uns gelassener macht im Umgang mit Stress. Viele Adaptogene, wie zum Beispiel der Ginseng, die pushen uns. Ja, wenn wir erschöpft sind und wir nehmen so ein Adaptogen, dann haben wir wieder Kraft. Was machen die meisten Menschen, wenn sie in so einer Situation sind und wieder Kraft haben? Sie powern sich endgültig aus.
Sie standen vorher am Abgrund, dann kriegen Sie den Ginseng und dann gehen Sie einfach noch einen Schritt weiter und stürzen endgültig ab nach kurzer Zeit. Die Rosenwurz macht es nicht. Die rhythmisiert uns von innen raus und hilft uns tatsächlich, mit dem Stress gelassener umzugehen, fördert aber auch unseren regenerativen Schlaf und gleicht den Cortisolspiegel aus, sodass wir nicht in diese Burnout-Situation geraten, sodass wir mehr auf uns achten können, dass wir einfach uns ein bisschen besser abgrenzen können von den ganzen Einflüssen, die da von außen möglicherweise auf uns einprasseln. Die wächst ganz weit oben, ist also eine Pflanze, die am Berg wächst, die uns auch hilft, wenn wir über den Berg drüber müssen. Und wir sehen ihr an ihrem ganz extrem rhythmischen Aufbau an, dass sie eben mit uns auch was Rhythmisierendes macht. Die wird ganz viel in der Volksmedizin eingesetzt für ganz unterschiedliche Dinge. Bei Anämie zum Beispiel, also Blutarmut nimmt man sie. Bei Kopfschmerzen wird sie verwendet. Gegen Höhenkrankheit wird sie verwendet. Zur Fruchtbarkeitssteigerung, übrigens beider Geschlechter, Potenzstörungen beim Mann, aber auch hormonelle Beschwerden bei der Frau, kann die Rosenwurz tatsächlich sehr hilfreich sein. Bei bestimmten neurologischen Erkrankungen, wenn unsere Nerven nicht mehr richtig funktionieren, die Rosenwurz hat wirklich ein ganz, ganz buntes Portfolio und sie wirkt eben auch stimmungsaufhellend, sodass man sie auch bei Depressionen einsetzen kann. Ein zweites ganz spannendes Adaptogen ist die Tigerwurzel. Der sibirische Ginseng oder Eleutherococcus heißt er auch, der uns jetzt auf hormoneller Ebene ganz stark hilft, weil er die Kommunikation zwischen Hypophyse und Nebenniere reguliert. Also da, wo Cortisol zum Beispiel LH und FSH durcheinander bringt oder wo Cortisol TSH durcheinander gebracht hat. Wenn wir solche Zustände haben, hilft die Tigerwurzel, da wieder eine Regulation reinzubringen. Tigerwurzel ist auch ganz stark immunmodulierend, deshalb wird sie auch klassischerweise eingesetzt in der begleitenden Krebstherapie zum Beispiel. Sie hat antivirale Eigenschaften, sodass wir sie auch verwenden können, wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir sind in Erkältungszeiten besonders vielen Leuten ausgesetzt und wir sie prophylaktisch einsetzen wollen. Oder auch wenn es uns dann tatsächlich mal erwischt hat, kann die Tigerwurzel was sein, was uns hilft, wieder Kraft zu haben, was uns hilft, so eine virale Erkrankung schnell wieder loszuwerden. Man setzt Tigerwurzel ein bei Chronic Fatigue Syndrom zum Beispiel, also Menschen, die so völlig ausgebrannt sind. Chronic Fatigue ist ein bisschen eine unglückliche Beschreibung. Das ist das, was passiert zum Beispiel nach viralen Erkrankungen wie EBV oder Covid-19. Das ist was passieren kann zum Beispiel nach Chemotherapie oder bestimmten anderen Therapieformen. Das ist nicht einfach nur eine Müdigkeit, sondern das ist tatsächlich was, was auf körperlicher Ebene müde macht. Das ist also auch ein Problem mit der Muskulatur, dass es dann so subtile Entzündungen auch in der Muskulatur gibt und die Kraft einfach nicht mehr da ist. Man kann die Muskeln nicht mehr richtig anspannen. Und auf geistiger Ebene oder auf seelischer Ebene passiert das Gleiche, dass einfach die Spannkraft verloren gegangen ist. Und in solchen Zuständen hilft die Tigerwurzel, Leistungsfähigkeit zurückzubringen. Sie hat einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel. Man kann sie begleitend nehmen beim Diabetes Typ 2 zum Beispiel oder wenn man jetzt den Fettstoffwechsel wieder in Ordnung bringen will, wenn da die Blutwerte nicht ganz in Ordnung sind. Es ist also auch ein Adaptogen mit wirklich einem großen Spektrum, was man in ganz vielen Situationen verwenden kann. Beide zusammen haben wir bei Evolution zum Beispiel, also es gibt beide einzeln als Kräutertinktur, so wie ich sie vorgestellt habe. Es gibt beide zusammen, aber auch in einem Komplex, in diesen Anti-Stress-Komplex-Kapseln von Evolution. Da sind mehrere Adaptogene drin, eben die Rosenwurz, die das DHA reguliert und uns gelassener macht, die Tigerwurzel, die uns jetzt hilft fürs Immunsystem, die über die Hypophyse die Hormone ausgleichen hilft. Ashwagandha hatte ich schon angesprochen als Pflanze, die uns hilft, besser in den Schlaf zu kommen, die auch bestimmte Regenerationsprozesse im Körper anregt, die gut fürs Gedächtnis ist. Wir haben noch den Cordyceps drin, das ist ein Pilz aus dem Bereich der Mykotherapie, was eben auch hilft, mit Stress besser umzugehen, was auch hilft, den Cortisolspiegel zu regulieren. Und wir haben die Süßholzwurzel drin, die einerseits mit ihrer Cortisol-ähnlichen Wirkung im Stress wirkt und andererseits antientzündlich wirkt. Weshalb die ganz großartig da reinpasst, besonders bei Menschen, die jetzt zum Beispiel mit Magenschleimhautentzündung reagieren im Stress. Da ist die Süßholzwurzel ein ganz, ganz tolles Mittel, um eben diese stressbedingten Magenprobleme wieder auszugleichen. Und dieser Komplex macht eben tatsächlich eine sehr ganzheitliche Wirkung, wo man nicht viel nachdenken muss,
und ist jetzt was, wo man in so Stressphasen einfach sich mal unterstützen kann, zusätzlich vielleicht zu einem Magnesium und zu einem B-Vitamin. Eine Pflanze möchte ich noch ganz gerne extra nennen, das ist die Mistel. Die Mistel ist auch eine ganz tolle Burnout-Pflanze, wird tatsächlich auch ganz traditionell eingesetzt, wenn Menschen in eine Erschöpfung geraten sind, sich ausgebrannt haben. Und die Mistel ist eine, die sehr direkt auch auf das Herz-Kreislauf-System wirkt. Das heißt, Menschen mit einem Bluthochdruckproblem im Stress, da ist die Mistel eine relativ schöne Hilfe, die relativ schnell wieder regulierend wirkt. Aber eben nicht nur Bluthochdruck, die Mistel ist auch für Menschen gut geeignet, die zum Beispiel Schwindelattacken haben im Stress. Die Mistel ist gut geeignet, wenn jemand ständig Albträume hat, weil sie krampflösend wirkt, angstlösend wirkt. Ja, das ist eine ganz starke psychogene Wirkung, hilft uns konzentriert zu sein, hilft uns die Dinge etwas leichter zu nehmen. Wenn wir angucken, die Mistel wächst ja quasi schwerelos oben am Baum. Die Alchemisten sagen, wenn man sie medizinisch verarbeitet, darf die Mistel den Boden nicht berühren, sonst verliert sie ihre Zauberkraft. Das mag man jetzt selber ausprobieren, ob das tatsächlich einen Einfluss hat, aber diese Schwerelosigkeit, diese Leichtigkeit, die sie quasi in ihrer Geste trägt, die vermittelt sie in uns auch. Wir nehmen die Dinge etwas leichter, wir kommen aus diesem schweren Zustand, in dem alles grau und dunkel und depressiv ist und wir eigentlich Angst vorm Leben und vor uns selber haben, hilft sie uns tatsächlich wieder ein bisschen in die Leichtigkeit zu kommen. Die Mistel ist auch ein Mittel, was in alter Zeit als Fruchtbarkeitsmittel für beide Geschlechter verwendet worden ist. Ihre krampflösende Eigenschaft macht sie auch zu einem Mittel, das man versuchen kann, zum Beispiel bei Asthma. Wir kennen heute in der modernen Medizin die Mistel tatsächlich auch als Mittel bei Krebs. Allerdings müssen wir sie da als Injektionspräparat nehmen. Also gegen den Krebs muss sie gespritzt werden. Da hilft uns die Tinktur alleine noch nicht. Wir haben uns ein paar Pflanzen angeschaut. Wir haben uns ein paar orthomolekulare Substanzen angeschaut, mit denen wir uns in Stressphasen helfen können. Natürlich hilft es immer, wenn wir eine Tasse Tee trinken. Gell? Das ist so ein Ritual, dass man auch mit sich selber dann vereinbaren kann, dass man sich jetzt einfach 5 Minuten hinsetzt und in aller Ruhe sein Tässchen Tee trinkt. Es geht also darum, nicht immer nur Dinge von außen zuzuführen und einzunehmen, sondern schon auch sich bewusst zu machen, ich muss auch für mich selber Inseln einbauen. Das ist das eine, was die Raucher richtig machen. Rauchen ist total ungesund. Aber was macht der Raucher, wenn er richtig Stress hat als erstes? Er geht erstmal raus mit seinen Zigaretten und nimmt ein paar tiefe Atemzüge. Gut, er zieht sich dabei auch Substanzen rein, die vielleicht jetzt nicht der Gesundheit zuträglich sind. Das heißt, wir fangen natürlich nicht alle das Rauchen an. Aber wir schauen uns das Gute vom Raucher ab. Nämlich, wenn es richtig brennt, erstmal raus vor die Tür, an die frische Luft. Am besten irgendwo im Wald, im Grünen, weil die Farbtherapie im Wald, die Aromatherapie im Wald uns einfach auch schon mal eine Beruhigung bringt. Und dann nehmen wir einfach mal 2, 3 richtig tiefe Atemzüge, bevor wir zurückgehen in den Hexenkessel, bevor wir zurückgehen in die Zentrale des Wahnsinns und unseren Job erledigen. Sie werden feststellen, dass Sie wesentlich konzentrierter arbeiten, wenn Sie sich das erlauben. Und diese 3 Minuten sind auch in der höchsten Stressphase immer drin. Die müssen drin sein. Einfach, weil Sie danach doppelt so effizient arbeiten und weil sie danach doppelt so viel schaffen und sich doppelt so gut fühlen. Ein anderes Ritual, abgesehen vom an die frische Luft gehen und atmen, ist eben sich ein Tässchen Tee eingießen, sich in die Ecke setzen und erstmal ganz bewusst das Tässchen Tee trinken. Zum Beispiel mit unserem Innere-Ruhe-Tee, in dem wir verschiedene Komponenten zusammen gebastelt haben, die sie im Stress unterstützen sollen. Die Melisse ist, das Mittel der Wahl, wenn wir milde werden müssen, wenn wir reizbar geworden sind, wenn wir wie die Prinzessin auf der Erbse inzwischen auf jede Kleinigkeit reagieren und es nicht schaffen, wieder sanftmütig und milde mit unserem Umfeld umzugehen und mit uns selbst auch, dann hilft uns die Melisse, die stärkt das Herz, die stärkt den Magen, sie stärkt die Nerven, ist Hauptbestandteil von ganz vielen alten Rezepturen, diese ganzen Klosterfrau-Melissengeister. Melissengeister gibt es ja ganz viele Rezepturen, aber sie enthalten eben alle die Melisse, weil sie das Kraut ist, das ganz umfassend uns unsere Gesundheit erhält und wichtig ist für ein langes, gesundes Leben. Wir haben den Fenchel mit drin. Der Fenchel ist eine Pflanze, die wir alle kennen als ganz wichtige Komponente für die Verdauung. Wenn wir Blähungen haben, wenn unser Verdauungstrakt mitreagiert,
Fenchel durchblutet alle Schleimhäute, nicht nur den Verdauungstrakt, sondern auch die Atemwege werden durchblutet. Und Fenchel lindert Entzündungen an eben diesen Schleimhäuten und wirkt krampflösend auch auf genau den Verdauungstrakt und die Atemwege. Das heißt, er bringt Beruhigung rein in unsere inneren Organe. Das macht er tatsächlich aber auch auf seelischer Ebene. Fenchel gehört tatsächlich auch zu den Pflanzen, die stimmungsaufhellend wirken, gute Laune machen und Depressionen vertreiben. Das ist auch eine Pflanze, die sehr, sehr hilfreich ist im Stress, die was sehr, sehr stark Lösendes hat, die eben auch hilft, Verkrampfungen auf seelischer Ebene wieder auszugleichen, wieder aufzulösen. Die Malve, die Käsepappe, ist eine Pflanze, die ganz, ganz wichtig für unsere Schleimhäute auch ist, weil sie die Schleimhäute beruhigt. Die ist vor allen Dingen für den gestressten Magen zum Beispiel gut. Also für all diejenigen, die mit Schleimhautentzündungen reagieren, mit übersäuerten Magen, mit Sodbrennen reagieren, bringt die Malve Ruhe rein, fördert die Durchblutung der Schleimhäute, fördert die Schleimbildung auf den Schleimhäuten und macht so einen Ausgleich in stressigen Situationen. Spitzwegerich kennen wir als Pflanze bei Erkältungskrankheiten. Er ist der Feuerlöscher für die Schleimhäute, also alles, was rot und entzündet ist und heiß ist. Da würden wir den Spitzwegerich verwenden. Funktioniert übrigens auch bei Mückenstichen oder Wespenstichen, gell, von außen aufgetragen. Wenn Sie gerade nichts anderes zur Hand haben, suchen Sie sich den Spitzwegerich, zerkauen Sie den ein bisschen oder zerwurzeln Sie den ein bisschen zwischen den Fingern, geben Sie den Saft, der austritt, auf den Mückenstich. Das bringt ganz schnell Ruhe rein. Da können Sie richtig körperlich von außen sehen, wie der Spitzwegerich als Feuerlöscher fungiert. Und das tut er nicht nur auf der Haut und auf den Schleimhäuten, das tut er auch mit unserem Gemüt. Für diejenigen, die einfach sowieso schon zu viel Feuer am Dach haben und deswegen gereizt reagieren, ist der Spitzwegerich eben eine Pflanze, die da als Feuerlöscher auch auf seelischer Ebene funktioniert. Die Ringelblume. Wer kann ein Feld Ringelblumen angucken, ohne gute Laune zu haben? Das geht gar nicht. Wir kennen sie als Wundheilerin erster Güte, sie ist krebsfeindlich und diese kleinen Sonnen bringen tatsächlich auch Sonne in unser Gemüt und hellen unsere Stimmung auf, wenn gerade alles zu viel und alles dunkel ist und wir überfordert sind. Die Schafgarbe, ein echtes Allround-Mittel, gell? Frauenheilkundliches Mittel, gut für den Kreislauf, reguliert Blutungen aller Art, reguliert Verdauungsbeschwerden, Nahrungsmittelintoleranzen. Alles Dinge, wo die Schafgarbe uns hilft, entlastet als Bitterstoff die Leber, fördert die Ausleitung. Wird ganz stark wundheilend und antimikrobiell. Ein ganz tolles Allround-Mittel. Und auf seelischer Ebene ist es so, dass die Schafgarbe die Konzentration auf das Wesentliche fördert. Also, dass wir aufhören, uns zu verzetteln. Dass wir wirklich auf den Punkt das wahrnehmen können, was jetzt im Moment wichtig ist, was jetzt zuerst erledigt werden muss. Die Bergmelisse, heißt auch Bergminze oder Bergmonade, ist eine Pflanze, die richtig erfrischend wirkt. Und starke Nerven macht. Ist eben ja auch ein Gewächs, was ein bisschen weiter oben wächst, was uns also auch wieder diese Kraft vermittelt, wenn wir über den Berg drüber müssen. All diese Pflänzlein finden Sie in dem Tee zusammengemischt, den es bei Evolution gibt als innere Ruhe-Tee. Die Kräuter sind allesamt aus biologischem Anbau in Österreich angebaut, von einem Biobetrieb eben in der Nähe von der Firma, von dem Firmensitz von Evolution. In einer sehr, sehr guten Qualität. Probieren Sie es, die Tees schmecken wirklich allesamt sehr, sehr köstlich und haben wirklich eine gute Qualität. Ja, ich habe vorhin schon mal kurz von Waldtherapie gesprochen. Nicht immer klappt es, nicht jeder von uns hat den Wald direkt hinter sich, so wie ich, sondern viele sind irgendwo in ihrem Bürokomplex gefangen oder im Homeoffice, in der Mietwohnung und können nicht einfach mal eben Waldbaden gehen. Dann holen wir uns halt die ätherischen Öle einfach bitte nach Hause. Ja? Wir können den Raum beduften, natürlich nicht nur mit der Zirbelkiefer. Die Zirbelkiefer ist jetzt eine Möglichkeit, die ich einfach mal rausgepickt habe. Aber bei der Raumbeduftung ist es so, dass wir ganz viel darauf achten sollten, was tut mir gut, was gefällt mir. Alle ätherischen Öle haben auch eine psychogene Wirkung, haben meistens eine stimmungsaufhellende oder stabilisierende Wirkung oder angstlösende Wirkung. Da kann man einfach mal gucken. Für den einen ist es die klassische Kindermischung Lavendel-Mandarine, die angstlösend ist und die Konzentration fördert. Der andere braucht die Kraft vom Rosmarin zum Beispiel.
Also das ist ein Feld für sich und tatsächlich ist so diese Raumbeduftung mit ätherischen Ölen etwas, was man auch jederzeit tun kann, um sich zu unterstützen, um jetzt so Stresssituationen sozusagen gut zu überstehen. Die Walddüfte gehören für mich schon in die Königsklasse der ätherischen Öle, muss ich sagen. Weil eben da eigentlich der ganze Wald in einem Tropfen drin steckt und der Wald, der tut so viel für uns. Ja? Von der Zirbe wissen wir es eben, dass die auf unseren Herzschlag tatsächlich auch einen Einfluss hat, dass sie das Herz beruhigt und reguliert. Die Zirbe bringt innere Ruhe, bringt Gelassenheit, macht uns also ein bisschen stressresistenter auch, macht uns einfach den Umgang mit den äußeren Einflüssen leichter. Sie hilft uns geistig zu strukturieren und wirkt anregend, aber eben nicht anregend auf eine Art und Weise, die uns dann in diesen Duracell-Modus verschafft, sondern anregend auf eine regulierende Art und Weise. Wir müssen auch keine Angst haben, dass wir, wenn wir den Raum mit Zirbe beduften, dass wir dann nicht schlafen können. Ganz im Gegenteil. Die Zirbe vertieft auch den Schlaf, verbessert auch den Schlaf. Ja, deswegen ist es so gesund, in einem Zirbenbett auch zu schlafen. Wenn das jetzt gerade nicht verfügbar ist, nehmen wir halt die Zirbe eben als Aromaduft in die Duftlampe und verteilen es damit im ganzen Raum. Die Zirbe hat auch was Reinigendes. Sie wirkt antimikrobiell, sodass wir durchaus auch die Virenlast zum Beispiel in Erkältungszeiten senken können, wenn wir unter anderem Zirbe in der Duftlampe haben. Sie moduliert und aktiviert unser Immunsystem, sodass auch tatsächlich die Bazillen gar nicht so sehr an uns rankommen. Und sie wirkt eben stressregulierend und rhythmisierend von innen raus. Ich habe ein paar Mal angedeutet, dass der Schlaf ein ganz wichtiges Thema ist auch. Das passt jetzt einfach nicht mehr in einen Abend, aber zum Schlaf hat es ja schon ein Webinar gegeben. Vielleicht gucken Sie im Zweifelsfalle da auch noch mal rein. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich einfach zum Schluss noch erwähnen möchte, dass man schaut, dass man tief und regenerativ schläft. Gell? Das ist ganz essentiell. Wie gesagt, ich kann jetzt auf das Schlafthema nicht noch mal ganz intensiv eingehen. Ich möchte aber ganz kurz vielleicht noch auf das Thema Rhythmisierung von innen heraus eingehen, dass wir unseren Rhythmus wiederfinden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man also dem Körper sozusagen eine Rhythmisierung vorgibt. Das machen wir in der Naturheilkunde zum Beispiel gerne, wenn wir so Patienten vor uns haben, die ihren Rhythmus völlig verloren haben, die nachts nicht mehr schlafen können und tagsüber aber keine Energie mehr haben. Wenn ich da das Gefühl habe, ich muss den Rhythmus irgendwie wiederherstellen, wieder umdrehen, da gibt es Pflanzen, die das von innen heraus können. Das macht zum Beispiel die Rosenwurz, die ich schon erwähnt habe. Hafer ist dann eine ganz wichtige Pflanze, die wir auch in der Ernährung gut zuführen können. Der Hopfen ist eine Pflanze, die sehr hilfreich ist, die man auch als Tinktur einnehmen kann oder als Pflanzenextrakt auch einnehmen kann, die dann Schlaf dann sozusagen fördert. Der Klassiker in der Pflanzenheilkunde, der Klassiker auch in der anthroposophischen Medizin ist, dass man mit den Lippenblütlern rhythmisiert, Rosmarin und Lavendel. Der Rosmarin ist sozusagen die Tagesenergie, der regt das innere Lebensfeuer wieder an, der bringt die Begeisterung fürs Leben wieder zurück, der fördert die Konzentration und die Durchblutung, regt den Kreislauf an, fördert auch die Libido, fördert auch die Fruchtbarkeit, ist ja auch eine Hochzeitspflanze, gell? Eine von den Pflanzen, die man zur Hochzeit geschenkt hat. All diese Hochzeitsbrauchtumspflanzen sind eigentlich Pflanzen, die die sexuellen Werke unterstützen sollen und die Fruchtbarkeit unterstützen sollen, kann man sich ein bisschen merken. Er stärkt die Nerven und er tonisiert uns, wenn wir so kraftlos geworden sind. Und den nimmt man dann morgens und mittags, den Rosmarin, um in diese Tagesenergie zu kommen, um Kraft für den Tag zu haben. Und abends gibt es dann den Lavendel als Gegenpol sozusagen. Gibt es wunderschöne Beschreibungen in der anthroposophischen Medizin. Es geht jetzt heute Abend ein bisschen zu weit. Sie müssen die Essenz nehmen, die ich Ihnen jetzt sozusagen vermitteln kann. Lavendel sozusagen als Gegenpol zum Rosmarin, der Unruhezustände lindert, der uns bei Schlafstörungen hilft. Lavendel hat die Eigenschaft, dass er das Seelengefäß reinigt. Das heißt, Lavendel kommt von Lavare, wir waschen was ab, wir waschen den Alltag ab, wir lassen den Stress des Tages hinter uns und kommen abends gut in die Regeneration. Das Seelengefäß wird gereinigt, damit Platz ist für die höheren Werte. Lavendel ist nichts, was uns automatisch unmittelbar ausnockt, wo wir dann wie mit einem Schlafmittel uns sofort flachlegen müssen, sondern Lavendel bringt uns
in so eine Klarheit, in so eine Geistesklarheit, die uns wieder zeigt, wo wir den Überblick haben, in so eine Metaposition, wo wir den Überblick haben, wo wir durchaus auch nochmal konzentriert sein können, vielleicht jetzt für die Dinge, die für uns wichtig sind. Hilft aber eben durchaus auch, nervöse Unruhezustände zu beruhigen, innere Unruhe zu beruhigen und dann eben besser in den Schlaf zu kommen, beziehungsweise auch durchzuschlafen. Manche Menschen schlafen ja sogar ein vor lauter Erschöpfung, wachen dann aber mitten in der Nacht auf und können dann im Stress nicht mehr einschlafen. Da ist Lavendel eine Pflanze, die durchaus hilfreich sein kann, diese Schlafunruhezustände auszugleichen. Er wirkt gegen Kopfschmerzen, er hilft uns bei Schwindel, er hat was Krampflösendes, er ist antimykotisch, also pilzfeindlich, er ist desinfizierend und reinigend, tatsächlich auch ganz auf körperlicher Ebene, nicht nur auf seelischer Ebene. Lavendel ist eine Pflanze, die uns sehr gut zur Seite stehen kann, wenn wir in Übergangssituationen sind, also Kinder, die vom Kindergarten in die Schule wechseln oder von einer Schule in die andere wechseln. Erwachsene, die jetzt von einem Job in den anderen wechseln, die in der Ebene aufgestiegen sind, bis hin tatsächlich sogar im Sterbeprozess, wenn wir Sterbende begleiten oder für den Sterbenden selbst. Auch das ist eine Übergangssituation, wo der Lavendel uns unterstützen kann. Rhythmisierung geht auch anders. Die Alchemisten würden jetzt zum Beispiel für die Rhythmisierung eben Metalle verwenden, zum Beispiel mit Gold und Silber. Alternativ gäbe es auch die Möglichkeit mit Eisen und Kupfer zum Beispiel, also Mars und Venus. Das geht aber jetzt auch wieder ein bisschen zu weit. Wir gucken jetzt mal auf Gold und Silber. Das ist sozusagen das Pendant zu Rosmarin und Lavendel. Gold ist das Metall der Sonne. Das bringt uns die Tagesenergie. Das ist jetzt hier in dieser Tinktur eben spagyrisch-alchemistisch aufbereitet. Das vermittelt uns Tatendrang. Das stärkt unser Selbstbewusstsein. Das stärkt unser Auftreten. In der anthroposophischen Medizin würde man sagen, es stärkt das Ich, die Ich-Kräfte, den Ich-Leib. Und es bringt Licht in Geist und Seele. Gold ist was, was sich nicht gerne verbindet mit anderen Metallen. Gold hilft uns also wirklich ganz bei uns zu sein, ganz zentriert zu sein. Und das brauchen wir, wenn wir schöpferisch tätig sein wollen, wenn wir vital sein wollen. Dann brauchen wir eine stabile Mitte. Aus einer stabilen Mitte heraus können wir gut über den Tag agieren. Und das ist das, was Gold in uns sozusagen vermittelt. Es ist astrologisch dem Löwen zugeordnet. Es ist das Löwe-Metall, ist das Metall der Sonne astrologisch gesehen. Und das Silber ist nun der Gegenspieler, ist das Metall des Mondes. Das bringt uns sozusagen in die Abendenergie. Es bringt uns vor allen Dingen in die Regeneration. Silber vermittelt Urvertrauen. Silber aktiviert Regenerationsprozesse auf körperlicher Ebene, genauso vor allen Dingen wie auf seelischer Ebene. Alles, was tagsüber passiert, muss irgendwie verarbeitet werden. Und das passiert eigentlich, wenn es korrekt läuft, im Schlaf oder im Traum. Silber verstärkt das Traumerleben, aktiviert und intensiviert das Traumerleben und sorgt dafür, dass wir tiefer schlafen, dass wir regenerativer schlafen. Also eine Pflege sozusagen der Nachtruhe und es vermittelt den Zugang zur eigenen Emotion, den Zugang zur eigenen Gefühlswelt, den wir nun mal brauchen. Wenn wir den ganzen Tag die Welt haben, die auf uns einprasselt, müssen wir auch uns zurückziehen können auf uns selbst, damit wir Dinge verarbeiten können, damit wir neue Kraft aus uns selbst herausschöpfen können. Und da ist eben Silber als Metall des Mondes das, was uns hilft. Das heißt, man würde morgens und mittags Gold als Tinktur einnehmen und abends vorm Abendessen und einmal vorm Schlafen gehen, Silber als Tinktur, so wie man es alternativ mit den Pflanzen macht, morgens und mittags Rosmarin und abends vom Essen und zum Schlafen gehen, den Lavendel. Das sind mal zwei Möglichkeiten. Es gibt noch andere Möglichkeiten zu rhythmisieren. Die Naturheilkunde ist ein sehr weites Feld, aber wir nähern uns schon dem Ende des Abends. Sie wissen, Evolution ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Wir wissen, wo unsere Ausgangssubstanzen herkommen, verwenden regionale Ausgangssubstanzen, wo wir können. Die orthomolekularen Präparate sind schadstofffrei, sind Reinsubstanzen, keine Gentechnikpräparate. Wir haben eine sehr gute Bioverfügbarkeit, weil wir gute Dosierungen haben in den orthomolekularen Substanzen. Bei den Kräutertinkturen und den Essenzen und Kardinaltinkturen verwenden wir Ausgangssubstanzen aus kontrolliert biologischem Anbau oder aus Wildsammlung, die zum richtigen Zeitpunkt geerntet werden und eben
spagyrisch aufbereitet werden, das heißt mit einem sehr großen Aufwand aufbereitet werden, was dann eben dafür sorgt, dass sie nicht ausschließlich körperlich wirken, sondern auch den ganzen Menschen auf allen Ebenen ansprechen und damit ganzheitlich zur Gesundheit und zur Transformation beitragen können. Damit bin ich am Ende des Tages, am Ende des Abends heute angekommen mit meinem Webinar. Informationen zu den Produkten, weitere Webinartermine oder Webinare zum Nachhören finden Sie auf www.evolution-international.com. Informationen zu mir finden Sie auf www.jump-on.eu. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Webinar wiedersehen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und einen erholsamen Abend.